Kramplätze müssen verdichtet sein.
Hallo. Na. Guten Abend und willkommen zum Sonntagabendstream. Hallöchen. Na. Moin Chaos, moin Ordi. Heute Abend gibt's Manic Miners. Das steht auch oben drin. ja, wie geht's? Was macht er so? Jawohl, da sind wir wieder. Und you can build a buggy, drive a big tow truck. You can paint a jet ski yellow like a duck. Master of the Chaniverse, there ain't no trick. You just gotta do it brick by brick. Brick by brick, tick by tick, no matter how. Yeah. So, hab meinen eigenen Akklamator designt. Sieht zwar nicht mal annähernd aus wie im Original, aber ist wesentlich größer als meine jetzigen und zwar deutlich, ne? Ja, ist doch gut. Die Kampagne, die Standardkampagne haben wir durchgespielt. Remastered Kampagne folgt heute. Auch hier, die Tutorials sind unabhängig davon. Und ja, wir fangen hier jetzt quasi nochmal von vorne an, aber halt in einer geänderten Version. Von daher mal gespannt, was wir da an Neuigkeiten sehen. The transporter aboard the LMS Explorer has been slightly damaged due to low power and is not working properly. A team of Rock Raiders has been teleported into the wrong cavern and they need to find their way back to the tool store. Drill through the cavern walls and once you've found it, start our mining operation by collecting 5 energy crystals. Aha, 5 energy crystals. Mhm. To aid exploration of the area, your rock raiders have been equipped with hover scouts, which can easily scout the area using its leap functionality. Hover scout. Hover scout can leap over small gaps. Try selecting your hover scout and click on the arrow's location. You click the vehicle will force it to leap to wherever you click, if possible. Junge, Junge. Ah, okay. Statt dass wir jetzt unsere drei Rock Raider hier quasi hier haben und hier einfach nur die Erde hochgeht, haben sie jetzt auch nochmal eine Brücke drüber gebaut. Ah ja. Ich muss nur nochmal wieder die Geschwindigkeit runterdrehen. Ja, okay. Absteigen. Und der hier. Hier rüber. Steigen. Komm halt diesmal von beiden Seiten in die Bauhütte. Extra hat weggeschrieben. Sammle 10 Energiekristalle.
So, wir haben hier vermutlich im Anfangslevel auch noch keinen Sauerstoff und keine Sauerstoffbegrenzung. Also legen wir mal los. Ah, ich verstehe schon, hier ist hartes Gestein und man soll direkt mal Fuß legen mit Sprengungen. An energy crystal has been found. You have stored two energy crystals now. An energy crystal has been found. Wetten, wir kriegen nicht genug Energiekristalle mit dem, was wir hier so rumfliegen finden. Oh, was? Oh, das hier drüben ist neu. Wir kennen wieder einen... jemanden im Hover Scout. Solid Rock. Box. Box. Das bin ich selbst. Kann ohne Bedenken durch Wurmlöcher fliegen? Jupp. Okay, das Level ist schon mal deutlich größer geworden. Ich muss also wirklich mal dahin. Another energy crystal stored. You're more than halfway there. Papa Scout. I hate spiders. An energy crystal has been found. Oh, kann man mal machen. An energy crystal has been found. Huch. Dann die wohl einen Ticken zu länger. An energy crystal has been found. Ich würde sagen, hier kann man auf jeden Fall schon mal mehr machen. An energy crystal has been found. Toolstore. Machen wir mal die Sprengung hier an. A new cavern has been discovered. Wie? Das. Bleibschnecken gibt's auch in Schlafend. An energy crystal has been found. Da ist er wieder auf Ladeflöten. Ich habe so das dumpfe Gefühl, man sollte früher darauf achten, vielleicht mit dann zu rechnen. Zuerst. Die Energiekristalle. Und das ist schon auch, das ist auch schon der Rest. Okay. Na dann. Ja, wir haben eindeutig genug. Ja, ich fliege durch den Wurmloch und habe direkt Bauwissen für Nahonlied entdeckt. Ja, also die den Auftrag dafür bekommen. Direkt entdecken kannst du es ja nicht, muss er kaufen oder handeln oder sowas. Ich würde sagen, da kommt genug. Genug Energiekristalle. One more energy crystal to go now. Cardio is the worst. Back. Ahem.
Teleport-Pad. Teleport-Pad. Oh, Kraftwerk. Das ist schon voll aufdrehen in der ersten... im ersten Level. An Energy Crystal has been found. Meine Rockwetter haben noch ihre Ausbildung. Ja, oh, sieht ganz so aus. Alle erstmal futtern. Teleport, Pat. Okay, this is heavier than it looks. Oh, wir haben hier ein paar Energiekristalle. Können ja mal, sobald wir die Support Station haben, einen Transporter mit bedienen, weil hier gibt es eine ganze Menge Rohstoffe offenbar. Ich meine, zugegebenermaßen das Erz nicht ganz so dramatisch wichtig. Naja, Loader Dozer should be doing this. Und einmal ein Vehikel. Und der Rock Raider. Ich denke, das gehe ich ja eigentlich zu. Teleport vehicle to the elevator explorer. Unit teleported safely. Energiekristall gibt's. Unit teleported safely. Wir haben alle bis auf den hier hergestellt. Ich wüsste nicht, warum man hier rüber sollte. Solange wir es also nicht müssen, machen wir es auch nicht. Genug Energiekristalle. Wir haben schon längst über 10, aber es geht ja um die hier rechts. Ja. Wenn da 10 drin sind, dann... dann... wird beendet. Ja. Sammeln das jetzt alles ein und dann reicht das auch. Bringt ihr das eigentlich in die Bauhütte und nicht in das Kraftwerk? Okay, ja. Damit ist die Mission beendet. Und der hier bringt noch eben den letzten Energiekristall, den nehme ich mit. Dann... ich nehme den mal mit. Eine Menge Erz hier. So, da kommt der letzte Energiekristall hinter Sparks. Das Sparks, oder? What's up? Rock Raider. Kann auch noch ein paar Level-Ups hier gebrauchen. Ich den alle mal Get Hammer beibringen. Alle, die es noch brauchen. Achso, nee, warte mal, Get Hammer? Ausbildung? Das wollte ich machen. Lass mal auch mit ihm gehen, schnell. Ihren Piloten.
Wir haben genug Erz für das hier. Ich ernähre ich auch gerne alle als Geologen. Solid Rock. Hey. Mit Dynamit sollen sie auch alle umgehen können. I'm busy. Hey. Wie sollen sie alle umgehen können? Hello. Und Radarsignal sollen sie auch alle machen können. I'm busy. Und Fahrer sollen sie auch alle sein. Wir hatten ja zuletzt hier den Chief zum Beispiel neu bekommen. Hello there. Stop. Rock Raider. Und wieder Docks. Wo ist Chief? Gut, reicht. Exit Mission. Erst die Geschwindigkeit wieder auf 100% stellen. Well done. You've got all 5 energy crystals. Mission all 5 energy crystals. Jo. Auf geht's. The path to power. Okay, Rock Raider, we must begin the construction of Rock Raider HQ. We need a power station. Upgrade the tool store and build a section of power path next to it. Next, construct the teleport pad and upgrade it. Build another section of power path next to the teleport pad. When you have collected enough energy crystals and ore, construct the power station. Be very careful, Rock Raider. The walls of the cavern are unstable and may need reinforcing. You have collected enough energy crystals and ore, construct the power station to ensure the power works. As I told you, also need to construct 5 electric fences on the cavern floor, as well as powering the nearby docks. Docks? Diesem Level. You don't know where the docks is located, so you will have to do some exploring. Be careful, Rock Raider, the walls of the cavern are unstable and may need reinforcing. Wir fangen wieder mit dem Standardaufbau dieses Levels an. Das ist keine Besonderheit. Wir sind auch gleich als... Ah, das ist ja gemein, ist das. Ja, der hat ja erstmal alles zu hart im Gestein gemacht. Eieieiei. Oh, das hier ist neu. Wir haben kein Sauerstofflimit. Oh, dann hauen wir mal rein, ne? The Chief. No more landslides for you, my friend. Könnt ihr auch gerne hier Ausgrabung machen. Bin ich auch noch was im Original? Eieiei. Na gut, solange sie erstmal die Erze ranbringen, ist es ja einigermaßen Puppe. Oh. Hinter gibt es eine Höhle. Direkt hier hinter. Und hier links gibt es auch eine Höhle. Und das Wasser. Und das Dock. Ah. Okay. Da habe ich meine Leute schon zum Radar, also Geologen gemacht. Hier ist schön brav das Erzflöz hinter. Und hier scheint nichts weiter zu sein. Reichlich Aufgaben hier. Oh, das kriegen die schon hin. Hier ist auch nochmal ein Erzflöz. Und warte mal, hier hinter auch. Oh, da ist noch eine Höhle. Okay, also die Level wurden tatsächlich ein ganzes Stück erweitert, wa? Gefällt mir. Weil wir genug Erz da haben, gibt es erstmal Sprengung. Oh, Chief. Rock Raider. To get this arm fixed. Oh.
Hier ist halt ein Erzblut. Das ist schon verdächtig. Ein Hoch aufs Radar. So, dann leg ich mal los hier. Reinforced wall. An energy crystal has been found. Reinforced wall. Reinforced wall. Get rid of some rubble. Hey, certainly. Why are you in the hole? Fire in the hole. Okay. Hinter Drecken. Ist Werbung nicht erfüllt. Oh je. Verdächtige Gestalten sind in den Dungeon eingedrungen. Gibt es Naonit nicht als Abbaumaterial? Doch. Das ganz normalen Asteroiden zu finden. Sehen wie Eisenasteroiden aus, nur halt in grün. Werbung. Ja. Na immerhin, kurz so hallo. Hey Night Dragon. Hallo. Die Masterkampagne gerade angefangen. Und ja, das erste Level war schon mal ein bisschen hübsch. Hier ist halt verdächtig, wenn hier ein Erz-Dingens ist. Wo man halt von hier aus nicht. Also das, man sieht es nicht, man kommt nicht ran. Aber man weiß schon, hier drüben ist eine Höhle. Durch die Radar-Leute. Oh, this one's very heavy. My back is killing me. Wart ab. Jö. Wieso fliehe ich von Piraten, wenn die schon bei meinem kleinen Tarnakord nichts machen? Weil es erstmal die erste Reaktion ist. Brauchen wir endlich Waffen. Chaos ohne Waffen, was ist da los? Ja, hat neu gestartet. Also. Manchmal geht das nicht ganz so easy. Ah, wo fängt er mal an? Ich fange hier drüben mal an. Und da hinten. Ich mach mal zwei Höhlen gleichzeitig auf. Die sollte ich vielleicht noch nicht aufmachen. Wenn das hinten wieder verbunden ist, dann sollte ich erst die Energie von mir holen. So, und hier gibt's jetzt erstmal die Dogs. So, dann bauen wir erstmal hier was dran. Da was dran und. A new cavern has been discovered. Oh ja, okay. Ganz entspannt. So. Wollte ich jetzt mit dem leichten Kreuz mal durch die Waffen schauen und gucken, was es so gibt. Oh, da gibt es einiges. Achso, Chaos ist noch im dunklen Zeitalter. Na, dann mal hopp, hopp, aufsteigen. Die Steinschleuderer warten nicht auf dich. Warten auf dich. Hier hinten kommt man rüber. Okay. Was ist hier? Hier drüben ist noch wieder ein. Solid Rock. Solid Rock. Solid Rock. Solid Rock. Ja. Okay, ich kann da schon einen Bohrauftrag dran packen. Kraftwerk. Upp. An energy crystal has been found. So. Sieht doch erstmal ganz ordentlich aus. Können wir die Beleuchtung etwas höher stellen? Danke. Jetzt ist aber War Thunder Time. Nice. Viel Spaß. Also eine Sache, die man am Ende am Game verbessern könnte, wären auf jeden Fall die Gänge.
vielleicht auf mindestens zwei Felder breite zu machen. Der Tunneltransporter hängt gern mal fest. Way to go! You constructed a power station! Die Gänge, damit mein, also du meinst jetzt in den ganz normalen, Missionen. Muss man extra anschalten? Hier wo, was? Was muss man extra anschalten? Solid rock. Rocks. Turn power on. Eine Option. Turn power on. Option. Ich bin noch nicht ganz dabei, was man einschalten. So, es gibt noch einen extra Soundtrack für die Remaster. Das habe ich nicht gelesen, Entschuldigung. Ja, habe ich gesehen und ich habe sie am Anfang eine Weile lang angehabt. Wieder ausgemacht. Ich kenne das Spiel halt einfach überwiegend ohne Musik. Aber wie kommt man da hinten ran? Eigentlich nur über eine Variante. Ich hab die Musik auch aus, aber oder nur sehr leise. Ist halt schon ziemlich ungewohnt, dass es halt Musik in diesem Spiel gibt. Gibt's auch standardmäßig, aber sie ist halt nie zu hören gewesen. Ja. Die Variante. Ja, mal gucken, ne? Ja, okay. Okay, du bist doch der Seemann. Nee, nicht müssen. Bandit. Dann steig mal ein. Erstmal was futtern. Nee. Du machst schön den Wassermann. Einmal. Und einmal. So, dann nicht mal los hier. Oh, und Licht einschalten. Halt. Weg den nächsten an. Ja, okay. Halt. Hör dir mal selbst, ja? Wir haben seit heute kein YouTube Premium mehr, denn 25 Euro im Monat sind halt echt zu teuer. Oha. Ja, das verstehe ich. Okay, ich will die Sachen abwerfen. Sekunde. Dann schwimmen wir bitte hier hinten hin. Ging direkt auf den Sack. Jetzt YouTube Rewarnst auf dem Handy installiert. Okay, kann ich nicht. Nächster Schritt wird dann auf dem Raspberry, das hier noch rumliegt, also irgendwo ein Pi-Hole. Oh ja. Das ist heute leicht überflüssig. Also,
nächste Mal als irgendwie das ist vergleichbar, als Netzwerkfilter zu installieren. Yep. Verstehe ich. Der hat im Briefing was von Elektrozeugen gesagt. Hier, Briefing. Here, you also need to construct 5 electric fences on the cavern floor as well as power. Achso, as well as powering. Ich dachte schon, man kann die jetzt darüber. Na ja, gut, dann macht er nichts. Alles easy. Wenn sie sich hier mal durchgraben lassen. Hier durch. Wenn nochmal jemand einen Tunnel scout und Hey! Und jetzt gibt's noch ein Drill-Update. Und dann helfen mal doch dem Kollegen. Ach, das ist schon durch. Boah, was ist denn hier los? Ich glaube, da wollte jemand ein paar Erze hier spendieren. Eine Versorgungsstation hier. Hm? Was ist denn los? Noch ein Reiter mit Objective. Ja, das ist ja. Ich kann, warte mal, ich muss mal kurz hochscrollen. Dito, AdBlock+ regelt mit Werbung. Ja, wird aber mittlerweile auch oft erkannt. Mein Werbefilter wirkt noch relativ gut. Gibt zwar mal selten was, was noch durchkommt, aber im Großen und Ganzen läuft der. Immer nur im Browser am PC. Ja klar. Darum geht's ja. Oh, am Fernseher hilft mir das nicht. Nee. AdBlock+ ist doch veraltet. uBlock Origin it is. Also ich bin ehrlich, das beste Add-on für Firefox ist NoScript. Das hält dir so viel Mist fern. Klar, man muss das erstmal eine Weile lang am Anfang einrichten, bis quasi die Seiten so. Die funktionablen Teile wieder funktionieren. Yes. Wenn das einmal eingerichtet ist, das ist so eine Hilfe. Da muss ich jetzt zwar die Werbung erlauben, weil sonst nichts die Seite oder eine Stream-Seite von Anime läuft. Mail-Website? Benutzt doch Thunderbird. Oder etwas ähnliches. Und lass dir da die Mails drauf geben, dann hast du auch keine Werbung mehr. NoScript ist halt schon wieder für Otto Normal-User, wie nennen zum Beispiel, zu kompliziert. Installiert es und schaltet Dinge an. Und ich habe das einmal irgendwie über ein Jahr lang, ein halbes Jahr gemacht und halt da gelegentlich auf 9 Seiten. Aber ich weiß nicht, seit wie viel Monaten ich nichts mehr an NoScript gemacht habe, weil es einfach alles eingependelt ist. Ich muss mal irgendwie hier eine Sache finden. Kann ich mal ganz kurz den Kollegen hier. Enter mal bitte. Must train a Sailor. Oh, wieso hat er denn noch keine Sailor-Ausbildung? Ja. What's up? Sekunde, du weißt, warum diese IT-Memes existieren, oder? Unit teleported safely.
Anfang, Ende, okay, aber nicht mittendrin. Oder wenn wenigstens, wenn der Streamer manuell Werbung zuschaltet für eine Pause. Hm. Solid Rock. Wir sind unfähig, aber manchmal kriege ich schon was. Wenn ich irgendwie selbst im IT-Bereich, irgendwie zumindest im Support, irgendwie. Oder verwechsel ich das? Nee, sie war ja hier für ja. Ja, ich weiß, alles gut. Ja, Ordi, alles gut. Ich hab grad. Ich weiß schon, der. Ja, weil bei dem Unternehmen, das David Kriesel mal ein bisschen ins Schwitzen gebracht hat. Nin kann Excel. Mensch, aber wenn man. Also, ich meine. Bei Excel muss man auch schon grundsätzliches IT-Wissen doch eigentlich haben. Sie kann mehr Excel als ich. Gut, ja. Ich sehe, was mein Kollege mit Makros gebaut hat. Die Energiebilanz, die wir da machen, da wirst du auch bekloppt. Das ist irre. Support Station. Support Station. Da bin ich mit meinen Excel-Fähigkeiten dann auch irgendwann raus. Ich kann auch viel mit Excel machen. An Oberflächenprogrammierung, an visueller Darstellung ohne Ende, aber mit Makros, wo man halt wirklich programmieren muss, damit habe ich mich einfach nur noch nie auseinandergesetzt. Würde jetzt halt aber passieren, weil wir das dann halt offenbar für die Energiebilanz brauchen. Brauchst aber auch nie. Ja, klar. Aber es ist halt auch immer ein Unterschied, wie die Motivation ist. Worauf warte ich jetzt? Ich warte darauf, dass die Kollegen hier alles eingesammelt haben. Weißt du was? Ich baue mal eine Erzraffinerie. Das scheint mir hier irgendwie relativ angebracht zu sein. Ja, so viel Stuff hier. Meinst du jetzt sowas wie Rechenaufgaben, die das Programm fähig macht, abhängig was in den Feldern steht? Das ist die, ich sag mal, einfachste Variante. Weil ich rede davon, von einer Excel-Tabelle auf eine andere Excel-Tabelle zuzugreifen, um da dann bestimmte Daten importieren zu lassen und verschiedene Import-Skripte durchzuführen, damit die Daten alle an den richtigen Stellen eingetragen werden und da gibt es eine Menge Zeug. Nin würde sich auch revanced von selbst entzählen. Sie quält sich dann halt selbst mit der Werbung. Das ist Revanced, das kenne ich wieder nicht. Also das hier ist abge... Ja, okay. Komm sogar ich hin. Das ist gar nicht so kompliziert. Das habe ich auch noch nicht gemacht, dass verschiedene Tabellen übergreifend miteinander interagieren. Und sowas dann halt über die Makros wirklich als Programm geschrieben ist schon... S-Verweis ist ein Grundlagenwissen und den kann dann halt auch noch viel. Aber für den Lebenslauf in Word, dass man immer das aktuelle Datum hat beim Speichern. Ja, okay. Da finde ich bei Word ist eines der schlimmsten oder der furchtbarsten Sachen, dass man diesen Anker von Beschriftungsbildern genau so platziert bekommt, dass Bilder von links nach rechts auch die 1 und 2 und also halt immer fortfolgend beschriftet werden, wenn man die Bildbeschriftung dazu darunter setzt. Weil diese automatische Beschriftung bei nebeneinander liegenden Bildern super gerne den Drang hat, ich mache rechts die kleinere Zahl und links die größere Zahl. Das finde ich immer so furchtbar. Man muss dann halt einmal diesen Anker von dem Bild so setzen, dass der Anker von dem, die Befestigung, der Fixpunkt von dem Bild höher ist, was auf der, also von dem linken Bild oder dem mittleren, halt immer so weiter, dass es halt immer weiter dann runter geht und wenn es auch nur ein paar Millimeter ist. Ich hatte meine Arbeitskollegin, die mit Rechtsklick überfordert war. Wie mit Rechtsklick überfordert? Also, wenn du drückst Rechtsklick und dann steht da, was passiert. Die werde ich so schnell nicht vergessen. Oh Gott.
Ich bin doch kein Profi. Aber du arbeitest in einem Unternehmen. Ach, Mann. Halt. Grundlagen der Digitalisierung fehlschlagen. Ach, Mann. Traurig. Geschwindigkeit habe ich schon auf 300% gestellt. Muss halt nur noch mal eben der Rest hier eingesammelt werden. Muss hier nur einmal den Strom einschalten und das Ding erledigt. Aber schön, was aus dem zweiten Level hier gemacht wird, ist schon mal ein bisschen größer. Und der vorhandene Platz ist halt mal einigermaßen genutzt worden, bis auf das hier. Etwas, was ich in Lego Rock Raiders oder wenn ich meine Pflicht mache, ist den Speed Boost zu machen. Okay, ich mache das halt hier für den Stream, weil ich warte jetzt im Grunde genommen darauf, dass es fertig wird. Aber in Rock Raiders haben wir das auch schon mal benutzt. Gerade bei so Leveln, die etwas schwieriger waren, wo einem die Lava auf die Pelle rückt, da haben wir dann schon mal gesagt, okay, wir machen das mal langsamer. Jo, generell in jedem Spiel nötig. Beschleunigen? Nein. Da bin ich sehr, also da bin ich bei vielen Spielen sehr dafür. Als Beispiel bei Anno 2070 hast du ja auch teilweise, dass eine Forschung einfach mal eine Dreiviertelstunde dauert. Soll ich jetzt eine Dreiviertelstunde warten und nichts tun? Das ist ja auch irgendwie doof. Wenn du dann halt beschleunigen kannst und das Ganze nur noch 5 Minuten dauert, dann ist mir das deutlich lieber. Und es dauert dann immer noch länger, aber ne, das ist halt so die Quintessenz. So, auf geht's. 40 Minuten. Die Zeit haben wir hier gar nicht. Kipple, ich bin auf Beruf. Dafür beschleunigen bin ich schon so. Good work. You successfully constructed the power station. Mission complete. Rubble trouble. Ärger mit Abraum. A new cavern has been found, but the area is very unstable. The cavern floor is covered with fallen rocks and boulders. We must establish Rock Raider HQ and begin our mining operation. But first, we must reinforce the walls and clear the debris from the floor. Once the cavern is secure, continue our mining operation by collecting 5 energy crystals. Okay, wir sollen erst Erz finden, um dann die Bauhütte zu bauen. Und wenn wir die haben, können wir unser Team holen und dann halt weiter. Oh Gott, die haben keine Schaufel da. Wer weiß, vielleicht benutzt er ja mal ein AI-Programm, um die Stimme vom Chief auf den neuen Texte sprechen zu lassen. Oh. Aber ich bin halt tatsächlich eher für. Also ich hätte gern lieber erstmal die Original, also die, ich meine, synchronisierten Stimmen, die deutschen synchronisierten Stimmen. Einfach das Verständnis ist halber. Okay, das Level ist auch designtechnisch anders. Schön, Wasserfall gebaut. Das habe ich auch gemacht, als ich mal gemoddet habe. Ah, hier sind die 18. So,
So, dann könnt ihr erstmal hier euer Abbruchgestein machen. Warte mal. Sehr schön. So, wenn die alle Erze haben, geht er auch schon. Einen eigenen Mine habe ich immer noch nicht gemacht. So richtig viel investiert habe ich da auch noch nicht an Zeit, aber da läuft er gerade mit der Lego Racer 1 Fledermaus Helm. Lego Racer 1 Fledermaus Helm, genau. Und dem Rocket Racer T-Shirt. Der Print halt. Auf den, der da gerade steht. Oh. Ja, warte mal, mach doch mal. Ich würde gern einmal. Die ist halt eigentlich 3D gewesen im Original. Da waren die Wände hier 3D reinforced. Und dahinter gibt's noch Höhlen, schön. So ist meine Kamera gerade. Ja, ich würde mal sagen, ich lasse die mal eben alle hier ein bisschen Abraumarbeiten machen. Apropos, das ist etwas, was ich wirklich mal einbauen. Ja, wirklich mal einbauen könnte, dass man die Random Mine anpassen kann. Ja, okay, man kann halt bis zu 10 Leute anpassen, ne? Generelles Anpassen gibt es dann nicht. Da hast du recht. Das ist er noch. Nicht schief. Das ist hier der Docks. Ja. Toll, auch wenn der Name genauso wie die von einem Gebäude ist. Erstmal alles hier wegräumen. Die Energiekristalle haben wir. Erz, dann können wir hier mal anfangen mit dem Sprengen. Überhaupt alles zu sprengbares Material. Und da warte ich noch eben bis das Abraumgestein weg ist. Das Level haben sie schon deutlich mehr verändert. Wie wesentlich einen Schutzhelm haben würden. Ah, dass die alle Glatze haben, stört ein klein wenig. Achso. Ja, okay. Der Tier gern das Kraftwerk in sich, habe ich gerade ein bisschen umgebaut. Und ein Stück nach hinten gesetzt. Verdammt, das ist ja anders. Ah. Gut, dann brauchen wir das halt. Hier hin? Ich glaube schon. Habe ich hier eine Versorgungsstation hin? Passt auch.
wieder da. Und um deine Frage zu Rivans zu beantworten. Ja. Bitte gerne. Reinforced Wall. A new cavern has been discovered. A landslide has occurred. A landslide has occurred. Oha. Muss ja erstmal einiges sichern, ne? Das ist eine gemoddete Version der offiziellen YouTube-App, die Werbung filtert und diverse andere Funktionen bringt. Okay, bei Apps bin ich halt komplett raus, deswegen kenne ich es nicht. Ist die Frage ja auch geklärt. Danke. Android also ganz nützlich. Ich habe nicht mal eine YouTube-App auf meinem Handy. Also, ich meine, gut, das ist tatsächlich wiederum mein Ding, ne? Am PC kann ich ja alles machen, also unter Windows zumindest. Meine Startseite hat halt zwei Apps, also wenn ich das Telefon aufmache. Einmal Spotify und einmal die Kamera. Gut, okay, und Anrufe, SMS-Kontakte, aber das, ja. Und auf der zweiten Seite sind dann noch hier Discord, Steam, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Aber ansonsten habe ich da echt nicht so viel. Ich habe keine Energiekristalle für das Kraftwerk. Na, das ist ja mal was. Ich kann ja noch nicht mal eine Sache betreiben. Will ich eh einbrechen? Oh, ich muss nicht. Aber spätestens jetzt wird der ganze Kaffee hier einbrechen. Da die. Oh, sehr schön. Energiekristalle. Oh, Moment, nur 4 Energiekristalle, aber keinen. Eieiei. Viel Erz, aber keine Energiekristalle so rum. Ich finde es bei YouTube schon sehr nice, dass man sich eine temporäre Playlist machen kann ohne Account oder Kanal, sondern nur als Gast. Damit ich nie ausprobiert. Gibt auch Alternativen wie NewPipe, die sind einfacher zu installieren, weil die einfach parallel zur YouTube-App laufen. Haben aber einen Nachteil, man kann sich mit seinem YouTube einloggen. Ungebundene Dinge wie Abos, Playlists und so weiter funktionieren nicht. Hm. Zum Beispiel auch am Game machen können, wäre eine Medbay, dass Miner, die verletzt sind, sich dort halten. Da bin ich dabei, bei dir. Auch wenn das vielleicht schon an anderen Gebäuden so geht, aber die wäre nice. Da bin ich tatsächlich bei dir. Also eine eigentlich sollte es, glaube ich, über die Versorgungsstation gehen. Aber irgendwie ist es anders. Und jetzt erstmal AFK. Wir schauen uns bei X-Family weiter. Viel Spaß, Ordi. Und Grüße an Nin. Und Noxi. Ja, nee, die pennt ja schon. Eine Sätze vom Chief ist ja sogar, dass er die Medbay besuchen muss, weil seine Steine quietschen oder sowas. Okay. Ich hab's halt ehrlich gesagt nie auf Englisch gespielt. Dazu gab's ja im Original auch nie die Spezialcharakter gab's im Original ja gar nicht. Und dementsprechend ja auch die Phrasen von denen nicht. Aber
wir haben jetzt genug Energiekristalle gleich für die nächste Versorgungsstation. Secure the Cavern Walls. Ja, gut. Soll ich jetzt alles absichern? Ich habe das Gefühl, ich könnte auch hier wieder eine Harzraffinerie gebrauchen, aber ich sollte die vielleicht so bauen, dass sie vielleicht eher zur Mittezeit und besser hier ist. Die dann gerne hier. Die Story-Charaktere haben gefehlt, dass er denen sogar eigene Sätze gegeben hat, die sie ab und an sagen, ist mega nice. Ihnen deine, ja, manchmal hilft Punkt und Komma nein drängen. ich glaube, ich habe die Mission gepackt, indem ich einfach alles abgebaut habe. Ja, ich denke auch. Weil man kann ja schauen, ob man wirklich alle Höhlenwände sichern muss, aber... Das Ding ist, sobald man halt hier drüben angegraben hat, ist halt das Ding schon vorbei. Ich habe nicht genug Energiekristalle für dich. Oh, meine Miner, baut ab, was ihr könnt. Jetzt haben wir ja genug Energiekristalle für mich. Aber das ist zumindest das Gefühl, das man dann damals dann immer so hatte. Es mangelt überwiegend an Energiekristallen. Oh. Keep playing. Ich habe offenbar jetzt alle Höhlenwände gesichert. Okay. Im Grunde genommen habe ich auch nur alles abgebaut, bis auf das hier drüben halt. Hm. Beim Tunnel-Scout ist noch ein wenig Bugfixing nötig. Der fliegt nicht zu den Wänden, um abzubauen. Ja, das habe ich eben auch gemerkt in der Mission hier vor. Da hatte ich das auch mal ausprobiert. Hast du recht. Der statische Wasserfall. Ob es dahinter auch eine Höhle gibt? Direktbefehl gibt aber. Ja. Genug Erz für die Erz, genug Energiekristalle für die Erzraffinerie. Und man hat hier tatsächlich nur 16 Energiekristalle. Dem hier kommen nochmal 3 plus eine beliebige Anzahl 1, 3, 5 oder 10 dazu. Das heißt, wir kommen auf 9, auf 16 plus. Eins. Also 20 Energiekristalle in diesem Level. So, wollen wir die gleich mal upgraden. Lassen wir mal wieder alles Erz verarbeiten. Ich weiß gar nicht unbedingt, warum ich das so explizit durchexerziere, aber... Oh, hey. Lassen und dann haben wir die Erze wieder. Ansonsten würden wir jetzt einfach nur ewig warten. Werden die Spielstände eigentlich im Game-Ordner selber angelegt oder werden die woanders hin exportiert? Beim Remaster? Da weiß ich nicht. Eines gab einen expliziten Ordner dafür, hier so unter MyGames etc. Ich kann mal ganz kurz nebenbei suchen. Level Binaries. Ne, ich hätte gerne mal Dokumente. Ja, Dokumente, Manic Miners, Levels, Empty. Ne. The Secret Password is. Und dann ist da, steht da nichts. Okay.
Hier kann ich dir so tatsächlich gerade nicht sagen, wo die Speicherstände drin sind. Vielen Dank für eure Arbeit, Jungs. Egal, dann zocke ich halt dann nochmal alles von vorn. Ach, einfach mal suchen. So. Die erste... ein wenig frische Luft. Die erste Mission mit Sauerstofflimit. Fliegen, fliegen. Ach, ich möchte auch mal wieder mitfliegen. Und ich muss was trinken. A breath of fresh air. Okay, Rock Raider, this is a tough mission. The air in the evacuated caverns has been quickly used up. We must urgently construct a support station to supply more air. Use the tool store to transport down some more Rock Raiders to assist you in building the support station. Warning! The more Rock Raiders you transport down to help, the faster your air supply will run out. Is? We need to fill the entire cave with oxygen. And the more support stations you have, the faster the cave will fill with oxygen. Warning. The more Raiders you transport down to help, the faster your air supply will run out. If your air supply is getting low, you can either excavate some new caverns, which grants air, or teleport some of your Rock Raiders to safety. Zum Wohl. Nee. Also ich muss den Sauerstoff unten wieder auf 100 bringen. Mhm. Und mindestens 3 Support Stations. Ja, verstehe ich. Ich glaube, einmal hatten wir das ja schon mal, dass der... Sauerstoffbalken dann irgendwie mitten in der Mitte angefangen ist. Ja, genau. So, was haben wir hier denn erstmal? Okay, das ist ein relativ schmales Level. Ja, easy. Na, dann greift man den da an. Schöne Geschichte auch, dass man mit neuen Höhlen mehr Luft dazu bekommt. Ja, ich weiß gar nicht, ob dem alten, in der alten Variante auch so war. Man hat es ja nie wirklich ausgerechnet, wenn man es ja nie so in Werten angezeigt bekommen hat. Das ist ja die Aufgabe. Air Supply is dropping. Okay. Light has occurred. Ich sehe, was der Modder gemacht hat. Hat hier nur begrenzt viel Erz und keine Energiekristalle, um jetzt das Kraftwerk hier hinzubauen. Oh, direkt neben den... Schwierig. Na ja, zum Blut bleibt das einfach stehen. Warum will ich das ganze Level ab?
An energy crystal has been found. Ugh, get this arm fixed. Oh, oh! Rock Raider. The chief. Also ein Erz wird es uns nicht mangeln, aber die Energiekristalle sind ein Problem. Und schon kann ich mich hier durchsprengen. Was haben wir denn hier? Die Aufladeflöze, aber keine Energiekristallflöze. Oh. Energiekristallflöze hinter Wasser oder was? Ah. Oh. Aber wir kommen nicht mal ran an die Höhle. Hier gibt es keinen Durchgang, keinen Durchbruch. Drüben auch nicht. Oh, hier gibt es einen Durchbruch. Na gut, wenn wir genug Erze sammeln können, dann kriegen wir auch die Sprengungen hin. Habt ihr mal das Erz hier? Ich glaube, der Clou hier war, die Bauhütte vorher auf Stufe 3 aufzurüsten für Dynamit. Ja, das ist ja der Plan gerade, weil ich hier gerne die Höhle freischalten würde. Hier hinten sehe ich noch nicht so viel, was Höhle angeht. Weil es hier halt auch relativ schnell dann Levelbegrenzung. Daher, es kann sein, dass hier noch was ist. Dazu müssten wir aber hier mal einen Rock Raider hinschicken, darauf will ich aber gar nicht so explizit machen. Bernd, ich wollte nur sagen, dass wir es nicht mehr machen sollen. Genau, jetzt haben wir nämlich das hier und können sprengen. Jo. Ein bisschen geändert hier. So, komm. Nutz mal halt. Hier sind wir ja fast durch. Alles easy. Gucken, ob wir hier irgendwo mit den Sprengungen schon Dynamit kriegen, Energiekristalle kriegen. Werde halt aber halt hier dann rechtzeitig aufmachen. Also ich muss, das sprengen muss ich eh noch und ne, geht dann auch weiter, aber. Na guck mal, das ist wieder ein Energiekristall. Aber zumindest schon mal das Kraftwerk gebaut. Ah, guck mal. Und wenn das hier durch ist, kann ich hier auch sprengen lassen. Das Einzige, was ich geändert habe, ist das Bauen auf 1. Bauen auf 1? Ach, du meinst hier das Baumenü. Was man zwar betreten, aber nicht wieder verlassen kann. Okay, ich kann also. So, nee, hier, das Bauen. Ja, okay. Das Bauen, hier. Das Sichern von Wänden als Stufe 1 finde ich schon sinnvoll. Dass die Energiekristalle, finde ich ehrlich, können. Die, also, die sind allgemein so selten ausgenutzt. Ich würde sagen, dann graben wir hier mal durch, ne? Können wir nochmal sprengen lassen. Ja, hier kommen wir nicht ran. Mein Ärger war auch. So. Okay, das gab jetzt ein paar Sekunden Luft mehr. Es ist, ach, naja, okay. Tatsächlich so gern.
Ansonsten haben wir tatsächlich im Moment relativ wenig an Energiekristallen. Wir haben jetzt eine auf Halde. Theoretisch zwei, wenn ich die Teleportplattform abschalte. Drei. Langsam. Kraftwerk können wir schon upgraden. Haben wir es im Grunde genommen ja schon. Dann noch ein Energiekristall zum Betrieb. Aber auch den werden wir hier finden. Laufwege hier sind ähnlich. Lass mal. Nee, lass ich nicht. Der läuft zu lange da durch den Abraumgestein. Das dauert mir zu lange. Ja, genau. Die Bauhütte wird jetzt die Versorgungsstation kann zwar gebaut werden, aber noch nicht versorgt werden. Das ist halt der Punkt, dass wir hier schön alles abbauen. Und hoffentlich wir dann unser Betriebsenergiekristall kriegen. Noch nicht. Baut ihn mal ab. Ich hätte die nächste Zeit. Ah, da ist ein Energiekristall. Ich hab den Energiekristall. Der Rest ist mir unwichtig. Erstmal. Bis die da rauskommen, wird er auch noch mal ein paar Mal umfallen. Aber wir haben Energiekristalle, also alles gut. Ah, kommt der Betriebsenergiekristall. Oh. Ah, wir haben noch 5 Minuten, ne? Das ist alles in Ordnung. 6 Minuten. Wirklich? Ach, der ist doch. Vor allem, weißt du, sobald man den hier abbaut, die ganzen. Hier 5 Sachen gehen dann kaputt. 5 Wände. Das ist noch ein Energiekristall. Warum geht der nicht darum? Ja. Egal, die Bauhütte, die Versorgungsstation läuft. Jetzt sage ich immer Bauhütte dafür. Warum ist hier dieser Button dran? Mann. Gut, dann räumt mal alles weg hier. Hier hinter ist ein Energiekristall versteckt. An den ich jetzt natürlich nicht mehr rankomme, außer mit dem Laser. Fangen die Daten an. Also was ist ja jetzt einigermaßen sicher. Machen wir selber hier mal mit. Erstmal den Weg freimachen. Schaufel ist ja leicht, das Schaufelsymbol ist leicht lediert. Da läuft er auch noch langsam, weil da ja auch noch. Hey Chief!
Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Och. Hier haben wir sogar eine kleine Animation fürs Einsaugen an Luft. Also das, finde ich, hat im Original wirklich gefehlt, dass man nur rumlaufen konnte, aber nicht interagieren konnte mit den Spielelementen. Dass man das jetzt so machen kann, finde ich, ist eine wirklich tolle Sache. Ich meine, wann kann man schon mal selber ein Lego-Männchen wirklich steuern und so in dieser Art hier in Gewinn bringt einsetzen. Gefühl, ich möchte ein paar Stromverbindungen bauen hier. Einfach nur, damit man schneller hier vorankommt. So, nochmal ein, zwei Meter. Was ich schade finde, ist, dass die jetzt die Energiekristalle zur Bauhütte bringen, obwohl ein Kraft... Ja, die bringen halt die Energiekristalle jetzt immer zum ersten nächstgelegenen Platz. Das ist halt manchmal die Bauhütte und manchmal, wenn das quasi gleich weiter Weg ist, dann bringen die das trotzdem zur Bauhütte. Das finde ich tatsächlich auch schade. Das hat im Original dazu geführt, dass die Kristalle immer zum Kraftwerk gebracht statt zur Hütte, ja. Die Laserfahrzeuge können auf Entfernung abbauen. Laser Radio, ja. Das habe ich im letzten Level der Originalkampagne gemacht. Bei dem Energiekristall vorkommen. Da ist ja rundherum hartes Gestein. Das heißt, das kannst du auch nicht mit irgendwelchen Bohrern beackern. Selbst auf dem Hover Scout oder so. Das funktioniert nicht. Aber... man kann sich einen großen mobilen Schneidlaser bauen, den dahin schicken und dann erstmal abbauen lassen. Und das funktioniert sogar automatisch. Der der mobile Schneidlaser fährt dann an die nächstgelegene Position und schießt dann auf die Wand. Damit habe ich mir den hinteren Teil im Original noch freischießen können. Und ja, abbauen können. Die Automatik wollte ich gerade erwähnen. Ja, Linkskristall. Ich sollte erstmal den ganzen Kram hier einsammeln lassen, aber Mann. So viel zu tun. Ne, da wollte ich nichts hinbauen. Gab's im Original leider nicht mit Auto. Ne. Ah, noch ein Energiekristall. Haben wir wieder genug? Ne, haben wir noch nicht. Wo brauchen wir? Ein Energiekristall brauchen wir dann noch. Ich hab gerade gefragt, woher dieser Hammerschlag-Sound in der Musik herkommt, aber der ist halt wirklich in der Musik. Und nicht im Spiel. Weil ich lasse hier gerade gar nichts mehr mit dem Hammer. Ich hole mir erstmal neue Rock Raider, sonst bisschen anders. Den lasse ich später sprengen. Mache mal ein bisschen Eis gewockt, weil ich hier vernünftig lang laufen kann.
Eieiei. Beziehungsweise lass Axel mit dem braunen Helm mal in den Clone Crusher steigen. Oh, okay. Ich glaube nicht, wie können wir versuchen, ob wir den hier fliegen können? Clone Crusher Power. Ja, da konnte man mit dem, im Original mit dem Rock Raider noch einer Wand entlang driften. War auch mal ganz lustig. Ich brauche Energiekristalle. Energiekristalle. Kommt, aber ich brauche noch mehr. Mit dem Drift an manche Orte gelangen, die so eigentlich nicht erreichbar waren. Das einzige Game, wo ich so ein wenig Bug-Using betrieben habe. War keine Bugs. Ein Feature. Man konnte sich damit zum Beispiel dann an Wasser entlang längs driften oder an Lava entlang längs driften oder halt so an dem einen oder anderen Ort, wo man sonst nicht hingekommen wäre. Guck mal, hier hinten sind die Energiekristalle. Schön versteckt. Mein, musste von der anderen Seite. Ja, das hier wäre dann halt so ein Ding, wo man sich hier entlang driften könnte, wenn das Erde wäre. Aber schön, dass du dieselbe Erfahrung gemacht hast. Da bin ich sehr froh. Die ganze Zeit abbauen. Mal sagen, dass wir es wieder aufräumen sollen. Kommt ja 3 Jahre lang nicht hier durch. Doch, Chief kümmert sich um die Ecke hier hinten. Halt einfach mal das Erz sammeln ab für eine Weile mal hier. Wozu? Erstmal zum Futtern dahin. Naja. Kantine kann man ja mal bauen, oder? Ich habe genug für eine weitere Versorgungsstation. Machen wir es nicht hier. Hier baue ich nie. Ja, doch, ich. Weißt du, wenn ich bauen kann, was, also, warum nicht? Da steht, keep your miners feet and healthy. Können die sich da dran dann wieder heilen? Irgendeiner nicht genug Lebenspunkte? Die haben alle schon mal irgendwie angekratzt bekommen. Kann ich hier... Der Spieler kann man an dem Gebäude kann man nichts machen. Okay. Mal Action. Mal.
Was? Er hat sich gerade eine Pizza genommen. Actions. Werfen, Dynamit benutzen. Trainieren. Reparieren. Hiermit wieder seine Lebenspunkte wieder. Ja, da kriegt seine Lebenspunkte wieder. Okay. Da kann man sich hier dran heilen. Die Kantine ist zum Heilen da. Mit der Kantine können sich die Rock Raider heilen. Oh, hier hinten sind ein paar Energiekristalle. Sehr schön. Ah, und hier sind sie auch rum. Wir haben eine zweite Versorgungsstation. Ja, her mit den Rock Raidern. Na, das machen wir gleich. Machen die damit auch an der Support Station. Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz drauf geachtet. Hello, Captain. Order confirmed. Hinstellen. What's up? Dann was futtern. Nom. Ja, okay, alles klar. Beim Futtern allgemein heilen die. Alles klar. So, aber Grund, weswegen ich auch baue, ich baue alles, was ich kann, weil je mehr Unterschiedliches man hat, umso schöner und mehr wirkt es und sieht halt einfach noch mehr aus. Und ich beachte, es wurde halt nie einer hochgebeamt wegen Verletzung. Ja, doch. Ein oder andere Mal wäre das schon mal bei mir passiert. Eventuell. Vielleicht möglicherweise. Schade, dass es nur eine Erzraffinerie, aber keine Kristallraffinerie gibt. Ach, so ein Mist. Oh, I'm taking this. Nee, das wollte ich nicht. Die Energiekristalle jetzt quasi von extern gerade geholt. Wir haben noch ein paar zur Verfügung. Oder die LMS Explorer soll ja auch beschädigt sein. Warum nicht auch eine Mission, wo wir so oder so viel Erz oder das Erz besorgen müssen? Das habe ich tatsächlich bei mir in meiner Kampagne mal eingebaut gehabt. Dass man auch Erz als Sammelziel hatte. Aber wer bin ich schon? Bau mal weiter ab. Wie so viel hier Ahnung gemacht. Bis jeden hin eine Plattform bauen? Nee. Ich guck mir mal wieder Erze ein. Also mit dem Fully Filled with Oxygen wird erstmal nichts, wenn wir genau bei 30 sind.
Aber wir haben ja auch noch ein bisschen was vor. Das ist etwas, was ein wenig nervt. Sie laufen quer über die ganze Map, anstatt alles nah und der Base zu sammeln. Es erscheint manchmal relativ zufällig, welchen Erzblock die sich jetzt als erstes nehmen. Ist wieder stabil. Wir haben erstmal eine ganze Menge Rock Raider hier. Dann sprengt euch mal den Weg hier durch. Wo geht's da oben eigentlich hin? Oh, hier hinten gibt's noch eine Höhle. Aha. Auch nochmal mit Wasser. Was, dann holen wir uns auch gleich mal den Chrome Crusher. Aber ich spare jetzt mal die Energiekristalle auf. Und dann hole ich mal den Chrome Crusher und setze Axel da rein. Hau doch mal da an. Da sind ganz viele Energiekristalle. Ah, ja. Oh, das ist ein Energiekristallflöz. Aber ich muss hier nochmal sprengen. Das passt. Ist kein Wasserfahrzeug von mir. Nur halt hier drüben dann. Da werde ich wahrscheinlich dann auch die Docks brauchen. Weil ich muss ja irgendwie die Sachen dahin transportieren. Tunneltransporter sehe ich hier jetzt eigentlich noch nicht in der Mission. Mal gucken, so langsam wird es hier weniger mit dem rumliegenden Erz. Die Energiekristalle. Hier gibt es auch nochmal welche. Jetzt habe ich es immer geschafft, den in die Höhlen zu beamen. Naja. Ja gut, würde ich hier nicht so viele Sorgungsstationen bauen, dann wäre das auch kein Thema. Apropos, ich muss erstmal noch den Superteleporter dann bauen. Der kostet ja auch nochmal ein paar Energiekristalle. Ein paar. Das dauert vielleicht. Keine Ausrüstung stattfinden. Da müssen wir wirklich auf den Chrome Crusher Powerbohrer warten. Auch wenn dessen Nutzen hier in dem Rest jetzt eigentlich überflüssig ist, aber bohren wir zumindest das da einmal an. Und hier werden wir nur mit dem Dock drankommen.
So, nein, das machst du nicht. Das, Axel. Ah, my love. Was? Okay, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Okay, er freut sich halt hier. Viel Energiekristalle, sehr schön. Fahr doch mal hier rüber, mal gucken, ob wir es hier auch hinkriegen. Aber so oder so, ich brauche dann was, womit ich das transportieren kann. Brauche ich da einmal die Docks hin? Brauchen keine Energiekristalle. Braucht zwei Energiekristalle. Aber wir kriegen ja gerade welche. Dann haben wir hier drüben auch Strom und alles ist gut. Moment, klappt die Autofunktion mit dem Laser auch beim Flash ab? Boah, weiß ich nicht. Entfernung. Der könnte, glaube ich, auch eigentlich auch Und der könnte eigentlich auch als Transport laufen. Hat ja eine Ladefläche. Ja. Ups. Die Menge Energiekristalle schon aus den Sachen raus. Great. Gar keine Upgrade-Station oder. Die Docks gelten als Upgrade-Station? Nee, no place to repair contract. Warum konnte ich das? Warum ist das denn gerade angelaufen? Die Autofunktion kannst du ja am Eckfeld noch probieren. Ja. Was ist da nah genug dran? Docks. Oh. Oh, wirklich? Ah, siehste. Oh, ich würde sagen, ich habe meine Energiekristalle verbraucht. Nicht, das Ding ist nur für Bohren ausgelegt. Der Laser ist mehr zur Verteidigung. Also spätestens jetzt sollte das eigentlich ja machen. Wegen dem Rapid Rider zum Beispiel, der wird dort bei den Docks verbessert. Ja, ja, ja. Aber es sollte ja für die Landfahrzeuge nicht gelten, dass das hier dann freigeschaltet wird. Dann kann ich den wieder zurück zur Basis schicken und wieder da hoch teleportieren. Wie sollte das nicht haben? Jetzt nutze ich tatsächlich mal die Energiekristalle hier. Und nein, Dock Raider. Ja, alle eine Ausbildung für Wasser brauchen. Kann ich ihm gleich mal eine Ladung vorbei. Sollte mal machen. Ich würde sagen, das war's mit dem Level hier. Ah, zu viele Energiekristalle. Den kommt er nicht ran. Da ja gleich mal aussteigen. So, und was für Future Mining Operations fangen wir hier jetzt an? Mit solidem Gestein. Ich bin dein Raider. Stop.
Unit teleported safely. Oh. Energiekristalle. Tatsächlich. Mission accomplished. Achso, den hier kann ich natürlich auch wieder. Und Chaos und Night Dragon, jawohl. Sehr schön. Ist denn einer von den Energiekristallen hier gelb? Gelb. Level durchgespielt. Hatte ganz kurz am Überlegen, ob ich nochmal eben die. Bild noch gar nicht voll. Die Erze verarbeiten lassen, aber ach. Ja, schon über 30.000 Erze gesammelt hat. 31.000. Gut. Ich schau gerade so ein bisschen auf die Uhr. 21.42 Uhr. Ich glaube, die Missionen werden hier nicht kürzer werden. Rubble Trouble Driller Knight. Search and Rescue. Eigentlich will ich heute nicht länger machen. Ich mache hiermit beim nächsten Mal weiter, ja? Manage Crew. Können wir denn jetzt hier eigentlich neue Items? Haben wir da schon wieder genug? Naja. Nur die beiden besonderen Helme, die haben wir noch nicht. Dann bin ich mal gespannt, was bei dem Tausender dann rauskommt. Nein. Manager. Rock Raider List. Minus 7. Weil ich hätte gerne nochmal einen anderen Helm. Der Helm ist ein bisschen. Das hier ist auch Rocket Racer, oder? Lego Racer 1. Ach ja, die Ritter und Piraten. Oh ja, das würde sogar passen hier für Rock Raiders. Ja doch, für Rock Raider. Okay, das haben wir ja schon. Aber der Rucksack geht ja da rein. Oh, das geht ja nicht. Das ist, glaube ich, der riesigste Rucksack, den ich je gesehen habe. Aber noch da. Was ist denn das? Das ist ein Raketenwerfer, Laser. Okay. Okay, das ist. Die Kombination ist lustig. Astronauten-Jetpack. Vorne? Auch nach unten. Brauchst du doch eigentlich noch den Tank hier. Okay. Ah, nee. Das hier ist eigentlich eher der Mülleimer. Oder zumindest wurde es mal so verwendet. Ach ja. An wie Engine 5 Reflexion. Ich glaube, das können wir mal machen. Das ist fair enough. Hi. What's up? Hello. Never too old. Hi. 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 Ach schön. And you can talk as a list
the light on and off with the lever. Mit welchem Lever? Mit dem Lever. Hört das mal. Eigentlich nur den stopp. Back to main menu. Manage crew. Oder eigentlich schon, kann man sich hier so irgendwie umschauen und irgendwas damit machen? Ja, einfach die Sandwiches. Jetzt kann ich das hier irgendwie, dieses Fenster hier beiseite packen? Okay. Was? Dark Purple. Dark Blue Gray und Dark Türkis. Okay, das sind auch ganz, also sehr, sehr simple irgendwas, was hier. Ach, das war ja das Ding, die Transparenz verloren. Ach was. Chromgrün. Chromblau. Chromsilber. Metallic Silber. Fett Silber. Rubber Light Gray. Metallic Gold. Chromgold. Chrome Dark Pink. Okay. Transparent. Ah. Ja. Okay. Das ist voll cool gemacht. Ich würde die hier nur noch gern. Metallic Silber. Ach. Muss man es ausprobieren. Ja, wir können das Lego-Männchen durchsichtig machen. Da kann ich dann ganz, ganz dunkles Grau bekommen. Transblack, jawohl. Dann ist er genauso dünn wie ich. Kannst einen Scheinwerfer dahinter, also einen Scheinwerfer hinter den stellen und kannst vorne durchgucken und bekommst ein Röntgenbild. Okay, das finde ich schön. Das finde ich. Das geht. Oh Gott, das. Ich bin ein Geist. Eieiei. Okay, so lassen wir das. Kann ich irgendwo sagen, fertig? Es ist schon. Okay, das finde ich gut. Okay. Gut, dann ja, fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich werde wahrscheinlich morgen Nachmittag Black and White 2 dann wieder reinhauen. Ich werde diese Woche nur noch wahrscheinlich bis Mittwoch streamen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau, maximal bis Mittwoch. Am Donnerstag muss ich dann vorbereiten und Freitag bin ich weg. Und ob es danach zwischen Weihnachten und Silvester Streams gibt, kann ich nicht sagen. Ja. Aber ich baue gleich mal den Streamplan und dann. Gut, bis morgen. Ach ja, verdammt, morgen kommt ja noch, warte mal.
Zwischen 10 und 12, ja, okay. Alles easy. Streamplan ist da.